Samsung will mit seiner neuen Q900 TV-Serie mit QLED und 8K-Auflösung, entspricht 7680x4320 Pixeln nach eigenen Angaben eine neue Ära seiner Bildqualität einläuten. Zur IFA-Messe 2018 in Berlin stellte der koreanische Konzern die neuen QLED-Fernseher in drei Größen vor: 65, 75 und 85 Zoll. Durch vierfache 4K-Auflösung, 100% Farbraumabdeckung von DCI-P3 und hohe Helligkeitswerte bis zu 4000 Nits beim 85-Zoll-Modell sollen die neuen Samsung QLEDs eine gestochen scharfe Bildqualität ermöglichen. Auch die Schwarzdarstellung soll besonders tief sein. Samsung setzt in den neuen Modellen zudem eine smarte Upscaling-Technik ein, die die Audio- und Videoqualität bei Bedarf hochrechnet. Dabei werden von dem Prozessor verschiedene Auflösungen auf 8K-Qualität hochskaliert, sowie Details wie die Schärfe, Konturen und Schattierungen angepasst. Dies soll zu einer bislang kaum erreichten Bildqualität führen. Auch beim Design will Samsung punkten. Alle AV-Signale und die Energieversorgung gehen über das gleiche Lichtleiterkabel. Ab Mitte Oktober sollen die neuen TVs im Handel sein, bei Preisen von 5.000, 7.000 und 15.000 Euro UVP. Gestern noch gelesen, der soll ja bald auf den Markt kommen. Ne? Ja, der kommt jetzt direkt auf den Markt. Ach so. Ja. Und hat man schon, ist der, wie groß ist der, 80 Zoll? Der ist 85. 85.